Hello, Boys and Girls! Ich hab's endlich geschafft. Mein erster Vlog ist jetzt online. Oder in Bearbeitung. Aber wenn ihr das. Ist das online? Ja, okay, ich gehe weiter. Und zwar ist heute eine Sache, die mir echt am Herzen liegt. Wir müssen meine Pfeife mal wieder putzen. Wie man sieht, bisschen fleckig, ekelhaft. Wasser geht sogar, wenn ich ehrlich bin, aber. Irgendwo sind hier ein paar Glasdinger. Ah, ich weiß nicht, der Kopf ist auch schon wieder am Süffen. Und definitiv wieder Zeit, Mann. Und wo ich übrigens gerade bin, ich bin in meinem Shisha-Keller oder Chiller Room oder wie man es nennen möchte. Mit einem schönen Sofa, einem sehr großen Fernseher, der wohl schönsten Pfeife auf der ganzen Welt und ganz viel Tabak. Die Aufnahme hat es gelöscht. Da es einige von meinen Aufnahmen einfach nicht mehr gibt, werde ich sie hier mit nachsynchronisieren. Sei doch so nett und trag mal die Pfeife hoch, damit ich sie putzen kann. So, sieht doch wieder besser aus. Boi. Außerdem wollte ich eigentlich noch zum Skateboard fahren raus. Wegen dem guten Wetter. Aber dadurch, dass es so gewindet hat, war mir dies nicht möglich. So, der Kopf hat aber erst heute Abend geraucht und zwar in meinem Stream, der um 19 Uhr startet. Belastenderweise musste ich gerade mein allgeliebtes Train Crest auf dem Handy löschen, weil ich keinen Speicherplatz mehr habe für dieses Video. Dann hoffe ich natürlich, erstmal dramatisch hinsitzen. Auf jeden Fall hoffe ich natürlich, dass der erste Vlog euch gefallen hat. Zeigt mir das Ganze doch einfach mit einem schönen Like und einem schönen Kommentar. Danke dafür. Und vergiss nicht das Tic-Tac-Toe-Spiel, was bei mir auf der Stirn bei Layer of Fear steht. Ich habe noch was vergessen zu sagen. Und zwar wäre ich euch sehr, sehr, sehr dankbar, wenn ihr mir entweder per Instagram, Twitter oder in den Kommentaren ein paar Fragen stellt, was ihr von mir wissen wollt. Ich bin ehrlich und beantworte so gut wie jede Frage. Da könnten wir nämlich ein ganz schönes Q&A-Video rausballern. Wahrscheinlich interessiert es irgendjemand, was... Outro.